Leute, ich möchte euch zeigen, wie man in Super Mario 64 diese Rutsche hier schneller schaffen kann. Am Anfang bei der Rutsche sieht man relativ früh diese zwei Münzen und ich orientiere mich immer bei der zweiten Münze, denn in der Nähe von der zweiten Münze sieht man an der Steinwand diesen geraden Strich. Und um diesen Speedrun-Trick zu schaffen, versuche ich mich immer bei dem Strich von der Wand zu orientieren, neben der zweiten Münze. Da muss man gegen die Wand rutschen, da rutscht Mario gegen die andere Richtung und man muss dann auch versuchen, gegen die Bande zu rutschen von der Rutsche. Und wenn man das geschafft hat, rutscht Mario in die andere Richtung, wo man schnell von der Rutsche abspringen muss. Und wenn man das Ganze richtig gemacht hat und richtig abgesprungen ist, dann muss man im richtigen Moment noch einen Dive machen, was jetzt so schwer ist, und dann gegen die Bande rutschen, womit man dann in die richtige Richtung rutscht. Und wenn man das alles richtig gemacht hat, ist man dann schon beim Ziel. Und wenn man das geschafft hat, hat man dann ein paar Sekunden bei der Rutsche gespart. Ja,